Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch einen süßen kleinen Otter zeichnen. Hier sind seine Ohren. Dann mache ich hier das Fell. Und hier ist seine Knubbelnase. Ein Otter möchte ich zeichnen, weil ich ein Alphabet aus Tieren mache. Und mir fehlte noch das O. Letztes Mal habe ich ein Nilpferd hinzugefügt für N und jetzt fehlt mir das O. So, unser Otter lächelt jetzt. Hier kommt jetzt der Kopf und hier ist auch so ein Fell. Hier geht sein Hals so rüber. Und hier hat er einen relativ mächtigen Rücken. Dann gehen wir mit dem Fell hier runter und hier ist schon seine erste vordere Pfote. Er ist ein Schwimmer, hat aber hier vorne so Pfoten. Und hier ist seine hintere. Angedeutet dann kommt hier sein Bauch. Und hier ist auch schon ein hinteres Bein mit der hinteren Pfote. Und hier hinten ist jetzt auch sein langer Schwanz. So. Und ja, hier vorne ist er relativ haarig, also er hat viel Fell, sieht ein bisschen aus wie ein Bart und hat ganz lange Schnurrbarthaare, das finde ich total süß. Und die wollte ich jetzt auch mal so zeichnen. Und ja, hier könnten wir auch die hintere Pfote so ein bisschen andeuten. Und das ist mein Otter. Oh, wie Otter. So ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, eure Dani. Tschüss.